Hallo Leute, willkommen zurück, Folge 36. Und die letzte Folge liegt ein Tag her. Also ich muss mal überlegen, was ich machen wollte. Also wir sind bis nach Bergenworth gekommen und da gab es ein Jäger, der ein bisschen knackig war in dieser Akademie. Ich schätze mal Akademie der Zauberei. Und da hatte ich dann am Ende noch einen Schlüssel gefunden. Und es gab noch eine Tür, die man vorher nicht, die ich vorher probiert habe und sich nicht öffnen ließ. Nee, die habe ich überhaupt nicht probiert, weil vor der Tür gab es ein NPC, konnte man ein NPC beschwören und vermute, dass hinter der Tür dann ein Boss kommt, weil sonst würde man kein NPC da beschwören können. Es sei denn, das sollte für den Jäger gedacht sein, dass man ihn zur Hilfe nehmen kann oder überhaupt für das Gebiet, aber so schwierig war das jetzt nicht. Daher vermute ich, dass möglicherweise hinter der Tür ein Boss lauert, aber es ist ein bisschen seltsam, dass hinter dieser Tür ein Boss sein soll. Der Raum kann ja auch nicht besonders groß sein. Ja, ich bin mal gespannt. Allerdings wollte ich zuerst noch was anderes machen. Und zwar hierhin zwei Sachen. Zum ersten erstmal nochmal schauen, ob da alles noch in Ordnung ist, nachdem ich ja diesen komischen Bettler hingeschickt hatte. Und der erste Dorfbewohner tot. Danach tot war. Mal gucken, was da passiert ist. Und das Zweite ist, ich habe von einem weiteren versteckten Gang gehört. Das wollte ich mir angucken. Aber was hinter diesem Gang ist oder wie weit oder sowas, das weiß ich nicht. Das will ich mir nicht verraten lassen. Deswegen lasse ich mir das nicht dann so weit im Voraus sagen. Ja, okay, hier ist alles noch beim Alten. Ich glaube, brauche ich nicht nochmal ansprechen. Und der Weg, also da unten nicht, der Weg ist in den Fahrstuhlschacht gibt es noch ein Durchgang irgendwo auf der anderen Seite vielleicht. Jetzt habe ich nichts gesehen. Da muss man dann also schnell raus. Ja. Wo? Ach, da. Da ist ein Gang. Naja. Hä, da ist alles. Na, da geht's ja weiter. Okay. Da geht's rein und hier geht's runter. Eine Truhe. Eine Truhe. Ich schieß mal dagegen.
formloser Oedon und das gibt eine Trophäe frei. Das seht ihr ja nicht, dass wenn ich eine Trophäe bekomme, das wird nicht aufgezeichnet. Weil ich ja von der PlayStation direkt aufzeichne. Also ja, was wollte ich sagen? Da wird ein Film erstellt von dem, was ich spiele. Und formloser Oedon, eine der Oedon-Runen höhere QS-Kugeln Max-Wert. Maximal tragbare Quecksilberkugel plus 4. Runenschmied hinterließ dieses Symbol. Der großartige Oedon ist formlos und existiert nur als Stimme. Er wird mit dieser Rune symbolisiert. Jene, die sie erlernen, verfügen über mehr Quecksilberkugeln, menschlich oder nicht. Das fließende Blut ist ein unglaubliches Medium und Essenz des formlosen, großartigen Oedon. Oedon und seine ungewöhnlichen Anhänger müssen suchen heimlich das kostbare Blut. Und ich habe wieder vergessen, meine Uhr einzustellen. Eieiei. So, was haben wir jetzt? Spiel 10 Minuten ungefähr. Müsste hinkommen. Also, so. 40, okay. Dass es da die Trophäe gibt, wundert mich ein bisschen. Boten-Urnen-Tanz. Aha. Accessoire, das von Boten zum Verkleiden getragen wird. Das naive Boten verehren. Accessoire, das naive. Naive Boten verehren. Die Boten tragen die mit Weihrauch gefüllten Urnen der Bestien abwärts, verkehrt herum auf den Kopf, was nahelegt, dass sie die Dunkelheit lieben. Ja, die Einwohner des Stumpfes scheinen ein Interesse an Verzierungen zu haben. Warum sollen sie nicht glücklich sein? Feiernd wie Kinder. Ja. Gute Frage. Und hier ist die Oedon-Kapelle. Und das überlebt man, wenn man hier runter geht. Ach ja, das ist ja auch der einzige Weg. Hier raus. Ne? Nicht wahr? Ja. Okay, dann also hier runter. Aber interessant. Jui. Okay. Dann nichts wie weg hier. Diese kleinen Kerlchen, dieses neue Accessoire geben. Wofür das immer gut ist, ich weiß es nicht. Es wird schon einen Grund haben. Urnenfest. Aha. Ja. Wenn Sie meinen. Na gut, na gut. So, dann geht's weiter. In Bergenworth oder Bergenworth.
So, ja. Das Gebiet, wenn es nicht weitergeht, ist nicht richtig groß. Und dadurch, dass es hier auch noch einen Shortcut offen gemacht hat, kann man da recht schnell hin. Oh, der hat mich ja gesehen. Au. Ja. Kommt man da ganz fix hin, hier rein. Und hier dürfte jetzt auch alles clean sein. Der Jäger ist nicht mehr und da ist dieses, war das? Ja, da oben war noch jemand. Aber der stört uns ja jetzt nicht. Hier gibt es diesen NPC, den man beschwören kann. Damian. Und hier ist diese Tür, die man öffnen kann. Mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. Ja, warte mal, ich beschwöre den jetzt erstmal nicht. Wie jetzt? Soll ich da oben hin oder was? Brich das zusammen? Aha, na, ist ja toll. Oder soll ich mich hier runterstürzen? Da ist ja irgendwie irgendwas ist da. Das sieht aus wie ein Strudel. Oder ist das einfach der Mond? Oder ist es so milchig weiß? Ich glaube, wir sollen da runter. Ach, da runter, ja. Brauche ich vielleicht den NPC? Ich werde ihn mal rufen. Oh, hi. Das ist ja ein lustiges Hütchen. Menzies Schüler Damian. Kommt er nicht? Ach, der kommt nicht hier hin. Ja, wofür bist du denn gut, ey? Hallo? Magst du nicht hier hin? Aha. Wofür ist er denn dann? Ich meine, anderen Weg hab's doch gar nicht mehr. Warte mal, wir können ja mal den da machen. Und dann gucke ich mich noch mal gründlich um. Oh. Ich hab ganz vergessen, dass es noch was anderes da.
haben wir noch ein anderer Gegner. Guck mal, da ist es so weiß. Ich glaube, ich muss da runter. Ja, ich mach hier mal einen Rundgang. Wenn ich dich dabei hab. Geile Waffe. Okay, komm damit. Guck mal, was passiert, wenn ich die Leiter hochgehe. Ob der mir hinterherkommt. Oder bleibt er da unten? Bleibt da unten. Tja, wofür bist du denn gut hier? Nur für den Jäger? Okay. Banzai! Und Seite C. Hallo. Mondseite C. Was ist denn hier los? Und ich kann über Wasser laufen. Cool. Und was ist das denn? Ein Gegner? Oje, oje. Ein Boss vielleicht? Oje. Machen wir mal das. Ausrüstung war ich mit der höchste gegen Wahnsinn. Sollte vielleicht Arkan. Höchste Arkane Rüstung. Aber wir probieren es mal so. Hallo? Tust du mir nichts? Aber ich soll dich wohl töten, oder? Sonst bin ich hier für immer gefangen. Ach, verflixt. Tja. Eine andere Möglichkeit gibt es bestimmt nicht. Das heißt, ich muss dich dann töten. Ach so. Ach so. Oh je, oh je. Greifen die denn auch an, oder? Und wer ist das? Ach, der. Ach, der.
Cool. Und nun? Wo willst du hin? Zweiter Teil. Sehr offensiv war das bis jetzt nicht. Oh, ei. Das ändert sich jetzt. Ja. Aber das ist schön. Der kann aus der Entfernung die Kleinen hier wegmachen. Ha, ha, ha. Nur heil dich mal. Wieso heilt er sich nicht? Kann er nicht? Hm. Oh, oh. Kannst du dich nicht heilen? Scheiße. Warte mal, ein Angriff. So geht das ja nicht weiter hier. Ah, der ist tot. PC. Links. Alter Jäger ist gestorben. Noch mehr Spinnen. Wasserspinnen. Ah, so. Ja. Okay. Ja. Der ist schon ein bisschen ätzend. Wahrscheinlich könnte ich noch ein bisschen mehr fordernder spielen, also dass ich da mehr angreife. Vor allem in der ersten Phase, da wehrt er sich ja kaum. Und man kann vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen. So, hier ist der Nebel. Gut, dann wollen wir mal. Hi du. Ja.
Okay. Oh, die sind direkt da. Und mein Freund? Wo ist denn mein Freund? Was war das denn? Damian, zu den zu der Matten Mama hier, Mama. Schüler tot? Ja. Nein. Scheiße. Helen. Aber es war schon ziemlich gut. Mal überlegen, was ich besser machen kann. Also als erstes würde ich sagen, arkanische Abwehr verbessern. Das ist ja mal das Beste, glaube ich. Und 110. Nee, doch, 110. 140.
Ja. Ja. Wahrscheinlich dieses Schüler nicht. Was ist das denn da? Schülerhose, Stumpf besser und Wahnsinnsresistenz. Okay. Ja, Molotow hat was gebracht, aber ich konnte nur einen einsetzen. Ja. Neuer Versuch. Neuer Versuch. So, Damian. Also der heilt sich, aber bestimmt nicht unendlich irgendwann dann nicht mehr. Ich habe ihn einmal sich heilen gesehen. Sehen, wie er sich heilt. Jo. Mal schauen. Wie heißt denn eigentlich der Boss? Oben die geistlose Spinne. Nee, ne? Boah, liegt das daran, dass ich mein physischer Schaden jetzt so niedrig habe, im Gegensatz zu vorhin, dass ich jetzt hier gestorben bin. Das kann sein. Ja, das könnte ein guter Grund sein. Um. Gut, das ist 70. Warte mal. Nochmal, ich versuch's nochmal. Das war ja nix. Das war ja nix. Also es kann sein, dass dieser physische Schaden zu niedrig ist, um gegen die Attacken der Spinnen zu überleben. Nee, 210 steht er. Ja, wir versuchen es mal. So, nochmal. Das so viel Schaden dann.
das Monster die von seiner arkanen Zauber ein. Und hier wird sich zeigen, ob meine neue Kraft dann besser dagegen hält. Na komm, Scheiß. Fuck you. Oh nein, der Jäger ist tot. Das ich auch. Jo. Ich glaube, diese Arkanen Zauberwaffe, dagegen hatte ich bessere Resistenz. Allerdings haut er ja auch noch drauf, der Boss und seine ganzen Kinder. Und da bin ich zu wenig dagegen geschützt, hatte ich das Gefühl. Mal gucken, was hier passiert. Hier habe ich 110. Ja, Arkane. Irgendwas so in der Mitte wäre doch gut. Guck mal, das hört sich doch ordentlich an. Nicht viel. Weiß ist auf bleibt auf 70 und da passiert ja nichts in, aber es sticht, ich glaube, es könnte auch Stich, da passiert ja auch nichts. Feuer, Blitz, da passiert nichts. Und was habe ich denn da? 70, 70, 70. Ich glaube, das lasse ich. Und hier. Arkan ist hier 60 und Fischer 40. Da sehe ich jetzt nichts, was besseres wäre. Na. No. 218. Also ist da nichts passiert, ne? 268. Physische Abwehr 158. Ich weiß nicht, in welcher Relation das alles steht. So. Bisschen doof. Aber vielleicht habe ich auch hier noch was anderes. Bestientum, was auch immer das bewirkt. Nerven beruhigt. Unauffindbar machen. Um.
Jetzt nichts. Giftmesser. Weiß nicht. Ja, sowas hier. Na? Feuer oder Blitz? Versuch mal mit Feuer. So, so, Feuerpapier ausrüsten und dann, oh, Hilfe! Ach, fick dich doch! Ach du Scheiße! Jetzt hat er mich auch noch ein bisschen Leben gekostet. Ich will mich hier nicht kämpfen. Genau. Kehr, 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 Kinder. Beruhigungsmittel. Ob das was bringt? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Das nehme ich raus. So. So. Na dann. Gott, oh Gott. Ja, die Spinnen sind nicht zu. Die kann man ja nicht außer Acht lassen. Das ist ja Kaka. Noch einmal, komm. Wieso war ich so schnell jetzt weg, ey? Also diese kleinen Spinnen, die Dreckspinnenkinder. Mann. Dann mal los. Rom. Wer kommt denn auf diesen Namen? Komm her, in die Fresse. Oh. Oh. Nee, nee, nee. Was ist das denn? Komm, ich probiere das mal. Au! Ist da was passiert? Ah! Ich glaube, der macht nicht besonders viel mehr Schaden. Naja. So. Die kleinen schon.
mache ich die erstmal platt. Ei. Oh nee. Der Jäger ist gestorben. Ah, shit. Das wird nix. Er ist so früh gestorben diesmal. Ah, 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 ah. Nö. So. Brauche erstmal eine Pause vor dem Boss. Ist ja auch fast vorbei, die Zeit. Ich muss mich erstmal sammeln. Ja. Und da gibt es keinen besseren Ort als der Traum des Jägers dafür. Ja, vielleicht kann ich mal in den Runen reingucken, ob das da irgendwas gibt gegen arkane Waffen. Ich guck das mal in Ruhe, würde ich sagen. Ja. So. Also das war mal nix. Oder so. Kann man sagen. Ich sehe auch schlimm aus. Naja. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.